Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wie am Ende der letzten Folge angekündigt, wollen wir jetzt hier weitermachen, Potema zu bezwingen. Damit fangen wir jetzt gleich mal an. Mal sehen, was uns noch hier so erwartet. Wir müssen scheinbar auf jeden Fall noch durch eine Tür. Oh. Hier erwartet uns ein trauriger Wicht, dem ich ein größeres Popoloch verpasst habe. Ja. So ist das nämlich. Okay, da können wir nicht weiter. Wir müssen tatsächlich den Bogen da rumgehen. Hier hat jemand gegähnt. Wer gähnt hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Was denn hier? Ja, komm her. Oh, mein Gott! Bloody Vampire. Boah, das ist laut. Das ist ja mal mega nervig hier. Das hier aufgeht. So, zack, machen wir das auf. Hier. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt warten muss, Freunde. Irgendwann wird es schon fertig sein. Es ist auf jeden Fall mega laut. Das hier wird auch irgendwann mal so sein. Nochmal schneller. Sehr schön. Perfekt. Erstmal wollte ich hier reinschauen. Weil hier kam dieser blutige Vampir her. Mit einem Krug im Sarg. Oh ja. Okay. Oh mein Gott! Scheint keiner direkt in der Nähe zu sein. Hier will ich rein, Leute. Hier will ich rein. Au. Au. Das war echt, das tat weh, Freunde. Allweil dürfte das aber nett machen. Oh, hier geht schon wieder jemand. Ja, da wird wohl nett sein, oder? Trauriger Todesfürst. Oh, Schlüssel zu Potemas Heiligtum. Die sieht anders aus, die Vampirrüstung. Wie ich haben. Oh. Krieg einen noch einen alten Nordfeld wieder. Sehr schön. Ich möchte eigentlich nicht so gerne hier runterfallen. Eigentlich. Eben Erzschwert. Why not? Passiert gar nichts, wenn ich mit dem Dorf gehe. Und sei es so. Okay. Hier können wir weiter. Sind hier Knochen? Da. Also hallo. Irgendwas ist da draußen. Ich weiß, dass ich sterbliches Blut. Ja, ja, sammel mich nicht voll. Was ist denn, wenn ich jetzt ein Vampir gewesen wäre? Hätte sie das gleiche gesagt? Wusste, dass ich sterbliches Blut gerochen habe oder was auch immer sie gerade gesagt hat? Hätte sie das dann auch gesagt? Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall gut was dabei.
Sehr schön. Salz. Ah, da hinten ist nochmal Salz. Das will ich haben. Ne, Knochenmehl war es. Haha. Ne, du bist doch schon längst. Nee, du warst nämlich noch nicht tot. Du hast das hier oben gehört und kommst jetzt gleich hier hochgerannt. Erstmal du. Und dann du. Gibt's auch. Also der Draugerwicht war auf jeden Fall ganz schnell hinüber. Skelett. Nichts dabei gehabt. Ruhelose Drauger. Alter Nordpfeil. Oh, das ist noch so ungewohnt, dass ich jetzt die alten Nordpfeiler aufsammle. Ich glaube, ich habe noch nie mit alten Nordpfeilen geschossen. Aber 900. LOL. Soll mir recht sein. Hier. Oh, kann ich nicht weglegen. Aber sehr cool. Nicht mehr weit. Komm, Wölfchen. Dient mir im Tode. Ja, ja. Hier kann man so viel Gold mit rausnehmen, das ist ja auch herrlich. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade so ein bisschen boring ist. Oder so. Noch Gold dabei und du hast auch noch Gold dabei. Du hast nichts mehr dabei. Ach, das ist Potema. Okay. Soll aber jetzt mal gut gewesen sein hier. Na, kein Drauger hier, der wieder zum Leben aufstehen möchte. Ihr seid weit gekommen für einen sterblichen Mann. Aua. Aber könnt ihr es mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Gut, dann. Zeig mal her, was dein innerer Zirkel ist. Klopft euch nur nicht zu früh auf die Schulter, Gon. Ja. Ach, Manno. Schon, bin da schon dabei. Dann kriegt man Schaden, das möchte ich nicht. Oh, Todeswürst sogar. So Themas Überreste an sich. Okay. Ist es das jetzt gewesen? Weil ich meine, das war jetzt okay. Ich musste mal wieder niesen. Entschuldigung, ich musste mich kurz muten. Eben erst zwei Hände. Oh, das ist viel wert. Irgendwie
irgendwo hier habe ich da so einen Bogenschützen gekillt. Wo liegt denn überhaupt der hier? Wo liegt denn der blöde Bogenschütze? Ich bin doch nicht so gut erwischt. Ach, keine Ahnung. Mir auch egal. Ist das Knochending? Ja. Putema Schädel. Her damit. Lutscher. Putema. Die Legende. Objektbücher. Die Legende. Schleichen verbessert auf 79. Und schlecht. Die Legende. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Naja. Wollen wir mal weiter. Die Türriegel. Eisentür. Auf dicke Hose. Einfacher Eisenhelm. Bitte. Himmelsrand. Wo komme ich denn bitte in Himmelsrand raus? Hier. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Das ist schön. Gut, ich muss aber zurück. Erstmal übergebe ich die Überreste an Styr und gehe dann zu Falk Feuerbart. Weil er kann die bestimmt so bändigen, dass die nie wiederkommt, oder? Also rennen die da vorne so. Ich muss sie einholen. Koste es, was es wolle. Mädchen. Hm. Nein, nicht. Doch nicht so wichtig. So. Halle der Toten. Habt ihr euch verlaufen? Nö. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich habe Potemas Überreste. Hervorragend. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Okay. Dann wollen wir mal wieder zum guten Falk Feuerbart latschen. Ich hoffe, da ist eine schöne Belohnung drin. Bezüglich Potema. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ja, ja, das weiß ich doch. So. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe mich um Potema gekümmert. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt, Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal.
Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken, aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Doch ich kann euch versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Schild von Einsamkeit. Ich habe eine persönliche Angelegenheit, bei der ich auf eure Hilfe hoffe. Okay. Wie kann ich euch dienen, Jarl? Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Es wäre mir eine Ehre zu helfen. Danke. Das würde mir viel bedeuten. Zum Schrein von Talos. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt. Das ist wahrscheinlich eine sonstige Quest. Ja. Bringe. Das machen wir doch mal gerade noch für Jarl Elisiv. Wo auch immer der Schrein von Talos sich befindet. In Weißlauf, oder nicht? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Dann mal schnell zum Ritualstein. Okay. Mich alleine. Oh, alte Nordpfeile. Sehr schön. Das freut mich doch jederzeit, das zu sehen. So. Hier drüben irgendwo ist scheinbar ein Schrein von Talos. Hier ist erstmal Eisenerz. Oh, und da unten ist ein Bär. Na, ich glaube, den Bär da unten, den werde ich mal mitnehmen. Ich muss ja noch ein paar Bärenpelze sammeln. Drache. Ich möchte eigentlich gerade nicht gegen den Drachen kämpfen. Nur wenn es wirklich sein muss. So. Und da oben schreien wir jetzt dran. Da ist der Bär. Ja, ja. Sehr schön. Bei dem Pelz brauchen wir ja. Jetzt haben wir schon 7 Stück davon. Sehr gut. Und über 1000 alte Nordpfeile. Hier hatte der Bär auch irgendwo die Ziege gerissen. Wo genau? Keine Ahnung. Und hier drüben ist auch irgendwo ein Drache. Ach, hier. Hier ist der Schrein von Talos. Das ist schon Gold, Gold. Aber hier habe ich wenigstens keine Krankheiten mehr. Okay. Sprich mit Elise. Gut. Ich würde einfach mal so sagen, das machen wir jetzt noch. Schnell nochmal zu Elise reisen und ihr berichten, dass wir das Horn abgelegt haben. Und mal gucken, vielleicht bekommen wir ja noch was Schönes als Belohnung. Vielleicht eine neue Quest, eine große Quest. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. In Markarth müsste ich noch mit Leuten sprechen. Da werden wir noch so viele Quests bekommen können.
Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe... Falk sagte, ich könnte auf euch zählen. Ihr habt euch das Recht mehr als verdient, Eigentum zu erwerben und den nächsten Schritt zu unternehmen, um Tane zu werden. Sprecht mit Falk, wenn ihr das Geld habt. Und vielen Dank. Gut, ich... Oh, mein Jahr, was benötigt ihr noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemanden wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Das wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Hilft den Einwohnern, das habe ich schon erledigt. Kaufe ein Haus. Ja, komm, mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wie viel Geld habe ich denn? Nö, dann habe ich fast nichts mehr. Ich werde nicht vergessen, was ihr für... Ja, ich weiß, dass du das nicht vergessen wirst. Hilft den Einwohnern von Hafengel, kaufe ein Haus in Einsamkeit. Ja, habe ich. Wir werden jetzt nochmal eben am Ende dieser Quest den... Ach komm, wir töten den Riesen in Lager sprechende Steine. Einsamkeit getan habt. Oh, Hängemoos. Sehr schön. So. Nein, wo ist das? Irgendwo hier. Von Rurikstadt. Ach komm, wir gehen von Lundshütte. Was war das mit den Skevern? Da bin ich offscreen hergelatscht. Und hier waren ganz viele Skever, die habe ich getötet. Wobei der da drinne wurde von Skevern attackiert und ist tot. Bin ich blöd, Wolf. Meistens sind da ja zwei, aber heute scheinbar mal nicht. Na gut. Den Riesen soll ich töten. Ich sollte jetzt... Ja, um euch andere kümmere ich mich jetzt schon noch. Das könnt ihr wissen. Vergesst es. Ist noch einer. Oh, er hat eine Truppe hier drauf. Andere Banditen hier liegt. Haben jetzt hier Banditen? Andere Banditen überfallen oder? Wie verstehe ich das gerade falsch? Das sieht für mich ganz so aus, ne? Also die Banditen andere Banditen überfallen hätten. Naja. Oder es war nur eine Falle. Mich in dieser kaputten Welt auch nicht wundern. Ich muss mal gerade kurz auf mein Handy gucken. Ne, ist nix. Gut. Und jetzt sollten wir da sein. Dahinter dürfte der Riese auf uns warten. Komme ich da hoch? Lager sprechende Steine. Ja, komm. Na gut. Wenn du schon so kaputt gehst. Lass dir von Asselfuhr das Kopfgeld geben. Höhlenbärenpelz. Cool. Das geht.
Geheferfell, nochmal verkohltes Geheferfell. Meistens gibt es ja hier eigentlich noch eine schöne Truhe, die man plündern kann. Das sage ich doch. Vulkanglasschiff. Hm? Lederstiefel der Zugkraft. Warum nicht? Okay. Haben wir das erledigt? Was ist das? Nichts Besonderes. Okay, dann lassen wir uns doch mal von Asselfuhr das Kopfgeld geben. Mit denen da unten möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Asselfuhr ist von hier. Von Mortal. Asselfuhr. Oder Asfelur? Ach, ist mir auch egal. Ist erstmal nicht so wild. Hier müssen wir rein. Müssen mal gucken. Hier unten. Beim Jahr liegt der. Wenn ihr etwas mit dem Jahr ist tot, Herr mit dem ausgezeichnet. Geld. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Perfekt. Danke. Also gut. Und wisst ihr was? Weil es so schön war. Eine Sache. Eine von diesen Quests können wir dann noch. Bubum. Töte den Banditenanführer in Lagerstelle Monde. Was ist das andere? Lagerstelle Monde. Okay. Bin ich ja nur dran hergelaufen? Oder war ich da tatsächlich schon mal drin? Ah, das ist das. Ja, ja. Ist okay. Das ist das, ja, ich erinnere mich. Haha. Und du? Kannst auch nichts dagegen machen, wa? Lutscher. Zauberbuch Heldenmut. Ich weiß gar nicht, kann ich Heldenmut schon? Milchkuh. Ich nehme immer das Falsche. Okay. Bücher. Heldenmut. Kann ich noch nicht. Sehr schön. Wollen wir mal hier reingehen. Lagerstelle Monde. Hier drinne aus. Ihnen mit ihrem blöden Honig. Fuck. Die Straßenräuber ist Anführer. Dann habe ich den Fuß weggezogen. Beim Fall. Eher in der Klöten. Gut Deutsch gesagt. Okay. Sonst ist hier nichts weiter drin. Die gucken wir uns nochmal an. Ja, Salz. Sehr schön. Aber ansonsten ist hier wirklich nichts weiter spannend. Ja, gut. Also ich glaube, das Mammut, das plündern wir gerade nochmal. Weil das ist von oben irgendwo runtergefallen und gestorben. Wie auch immer es nach da oben kam. Mammut. Na gut, hat nichts dabei. Okay. Karte. Wir müssen zur Burg Drachenfeste. Und Proventus Avinici. Ich kann mir den Nachnamen nicht merken. Proventus. Mitteilen, dass der Banditenanführer erledigt ist.
scheint Proventus zu sein. Auf der Großstufe. Mögen die Göttlichen euch. Der Banditenanführer von Lager Stille Mond ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Sehr schön. Auch wenn es nur 100 Gold sind, aber 100 Gold. Ich will doch eigentlich nur da draufsteigen und mal gucken. Ich kenne euch doch. Halt die Goschen. Okay. Aber. Hier sind nirgendwo so richtig schöne Aussichten. Also gut. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir haben mal wieder viel geschafft heute. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Dann lasst am besten ein Abo da, dann könnt ihr das in eurer Abo-Box sehen und nichts mehr verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da und bis dahin sage ich ciao.